11.9, ein Fraktionsantrag hier einreiche, die AfD-Fraktion. Ich darf Herrn Cornelius bitten. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zu vorgerückter Stunde die Einführung, die Einbringung des Antrags auch kurz halten. Die beiden Ziele, die damit verfolgt werden, ist einmal die Modernisierung der Arbeitsweise im Stadtrat und zum anderen eine Nachhaltigkeit. Wir alle kämpfen hier im Augenblick noch mit Bergen von Papier. Die Schreibtische vor Ihnen können die Papierflut zum Teil kaum bewältigen. Es ergebe sich also, das Ziel, das wir verfolgen, ist, dass wir zeitnah elektronisch auch auf kurzfristige Änderungen zugreifen können. Zum anderen, dass damit auch in erheblichem Weise Papier eingespart wird und damit die Ressourcen geschont werden. Gleichzeitig ergäbe sich auch noch ein gewisser Personaleinsparungseffekt bei den Personalkosten. Wir begrüßen es, dass diese Ziele in den Ausschüssen, in den bisherigen Beratungen eine breite Zustimmung gefunden haben, fraktionsübergreifend. Es hat in den Ausschüssen auch zutreffende, sehr kollegiale Hinweise gegeben, dass unser ursprünglicher Antrag vielleicht eine gewisse Engführung in den Maßnahmen enthielt. Und deshalb liegt der Antrag jetzt in der Fassung des federführenden Ausschusses Ihnen mit der Beschlussempfehlung vor, die einmal die Maßnahmen, die konkreten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele noch nicht im Einzelnen vorwegnimmt und die außerdem eine Ergänzung enthält, zu prüfen, wie eine Zustellung der Stadtratsunterlagen auf elektronischem Wege und trotzdem formgerecht erfolgen kann. Vielen Dank. So, mir sind drei Wortmeldungen angezeigt worden. Ich werde mal von oben nach unten abarbeiten. CDU, Herr Dr. Frauens. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, das ist ein guter Antrag. Wir kommen damit, denke ich, voran und insbesondere so, wie er in der Ausschussempfehlung des federführenden Ausschusses seinen Niederschlag gefunden hat. Das ist richtig, die Verwaltung arbeitet ja daran, deswegen hätte man sich überlegen können, ob wir das überhaupt brauchen. Aber es ist ein Antrag, der in die richtige Richtung führt und wir hoffen nur, dass er dann bald auch die Umsetzung erfährt. Andere Stadträte arbeiten schon damit und das sollte dann uns auch gelingen. Wir stimmen dem Antrag in der federführenden Ausschussberichtsempfehlung zu. Vielen Dank. Dann Herr Engemeier. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen und sehr geehrte Gäste. Wir hatten am Anfang tatsächlich einen Antrag, der an einigen Stellen, ja, sagen wir mal, zumindest Konkretisierungsbedarf aufwies. Es war da zum Beispiel von einer papierlosen Verwaltung die Rede, was vielleicht auch aus Sicht der Piraten ein hehres Ziel ist. Aber es schießt halt ein wenig über das Ziel hinaus, insbesondere da es eben auch Stadträte, Kollegen, Personen gibt, die eben doch auf Papier auch Wert legen. Und sei es nur das Papier der Einladung, dass sie daran erinnert, welche Themen in der Stadtratssitzung auf der Tagesordnung stehen und die vielleicht auch sozusagen die Rechtssicherheit vielleicht einer papierhaften Einladung und sei sie vielleicht auch in abgespeckter Form weiterhin behalten wollen. Das heißt, eine papierlose Verwaltung ist im Moment auch überhaupt nicht machbar, es sei denn, wir ändern unsere Geschäftsordnung, die das im Moment nämlich noch vorsieht. Das heißt, wir haben da auch noch zu tun, wir haben da sogar noch zu tun, um selbst so ein Abschmelzen, dass uns vielleicht nicht mehr alle Vorlagen in Papier zugestellt werden, auch da müssen wir an der Geschäftsordnung noch arbeiten. Wir sind da eher in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, auch durchaus, denke ich, auf gutem Wege und da hoffe ich, dass wir das auf den Weg bringen. Wir haben auch das war eher das Unklare an dem Antrag.
in der Einführung wurde er uns als Prüfauftrag angeführt. Als Prüfauftrag schien er uns aber etwas zu dünn, weil er ein wenig zu wenig ermittelt, was denn jetzt tatsächlich Umsetzungsmöglichkeiten, Vorteile, Nachteile sind. Da haben wir ja in den Ausschüssen nachgearbeitet. Da gab es dann, ich habe mal die Papierversion mitgebracht, so schöne Tabellen von dem interkommunalen Erfahrungsaustausch. Da haben wir dann gelernt, dass das sehr viele Städte schon machen. Und das ist alles wunderschön hier. Wir haben auch festgestellt, was jetzt die Kosten eines solchen Projektes sind und was die Vorzüge sind. Man sollte sich da keine Illusionen machen. Es war gerade von Personaleinsparungen die Rede. Ja, wir sparen an Personal. Auch die elektronische Variante wird nicht vom Himmel fallen. Die wird auch Kosten verursachen. Wir werden unterm Strich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel sparen. Nach den letzten Berechnungen sparen wir etwas, voraussichtlich. Aber es wird wahrscheinlich nicht der Wahnsinn sein. Was wir aber allerdings natürlich sparen, ist Nerven im Sortieren von Papier und sozusagen auch Tätigkeiten, durchaus auch in der Verwaltung, die wir eigentlich auch niemandem zumuten wollen. Auch in der Verwaltung haben die Stellen Wichtigeres zu tun, als die Berge von Papier, die wir dann erhalten, zu sortieren, zu stapeln und zu versenden. Wir haben auch noch an ein paar weiteren Punkten versucht, den Antrag ein bisschen zu qualifizieren, insbesondere auch was Sicherheitsaspekte und auch den rechtlichen Aspekt angeht. Es steht dann nicht ohne Grund in dem Punkt 2, dass wir eine elektronische Alternative jenseits der DE-Mail wollen. Warum wollen wir DE-Mail nicht? Das haben wir schon an vielen Punkten ausgeführt. DE-Mail hat einen großen rechtlichen Nachteil, wenn ich dieses Postfach einmal eingerichtet habe. Dann gilt alles, was in diesem elektronischen Postfach zugestellt wird, rechtlich als zugestellt. Dann bin ich sozusagen eingeladen, unabhängig davon, ob ich dieses elektronische Postfach jemals wieder aufgemacht habe. Ich habe vielleicht mein Passwort verloren, ich habe was auch immer getan, mein Rechner ist in die Luft geflogen oder ich bin gerade im Urlaub auf Palma de Mallorca, hat man heute schon irgendwas gehört drüber. Achso, nicht mit dem Pferd unterwegs. Es zählt dann als rechtlich zugestellt und das ist ein sehr, sehr großes Problem von der E-Mail, deswegen rate ich jedem ab, nicht den 20 € Einkaufsgutschein zu nehmen für dieses E-Mail-Konto, sondern es lieber außen vor zu lassen. Ich glaube, mit dem Antrag sind wir tatsächlich auf einem guten Weg und wir sind nicht allein auf diesem Weg und ich hoffe, dass ich dann in Zukunft diese schönen Klappbilder oder das Papier spare. Da tun wir auch der Umwelt einen Vorzug. Vielen Dank. Frau Harzenhoff. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute entscheiden wir tatsächlich über den Start in die papierärmere Verwaltung, der papierärmere Stadtratsarbeit. Es besteht große Einigkeit, das ist gut, aber ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, nochmal auf 2, 3 Dinge hinzuweisen, die für uns besonders wichtig sind. Die Grundlage für die Beschlussempfehlung ist, es wurde schon gesagt, ein Ersetzungsantrag von Rot-Grün-Rot-Orange. Von dem AfD-Antrag ist sozusagen die Überschrift geblieben, moderner Stadtrat im 21. Jahrhundert. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ein moderner Stadtrat für uns halt nicht blind technikgläubig ist, sondern eben gerade auch die Gefahren des Technikeinsatzes erkennt und ihnen vorausschauend begegnet. Und daher, es wurde schon gesagt, haben wir halt Standards eingefügt, die für uns besonders wichtig sind. Also es muss hohen Sicherheitsstandards genügen. Und nach mehreren Ausschusssitzungen und auch sehr fruchtbringenden Zuarbeitungen von Herrn Professor Breitung und dem IT-Eigenbetrieb haben wir uns sozusagen auf die Initiierung eines Modellprojekts geeinigt, was übrigens ja auch der IT-Eigenbetrieb vorgeschlagen hat. Wichtig ist uns die Klarstellung, dass es die Alternative geben muss, also die Möglichkeit bleiben muss, für jeden Stadtrat sich gegen den Technikeinsatz zu entscheiden. Das werden wir auch in der GVO verankern. Und wichtig für den sicheren elektronischen Rechtsverkehr, es wurde schon gesagt, wenn es also insbesondere um Zustellungen, um Ladungen oder auch um die verschlüsselte Kommunikation geht, ist der letzte Punkt, nämlich die Vorhaltung einer Alternative,
zur DE-Mail. Es gibt gute Gründe für Einzelne, diese Infrastruktur nicht zu nutzen, die durch die Deutsche Telekom in der Landeshauptstadt Dresden unter dem Begriff DE-Mail-City gepusht wird. Es gibt gute Alternativen, um insbesondere auch eine Authentifizierung zu ermöglichen, wie uns das Beispiel Magdeburg gezeigt hat. Und deswegen sind wir halt gegen die Festschreibung dieses Modells. Und moderner Stadtrat bedeutet für uns eben auch Technikoffenheit. Und daher bitte ich um die Zustimmung zu diesem Antrag. Danke. Ja, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann wäre das mit 60 Ja-Stimmen einstimmig.